was ich dir zu erzählen habe, Blinky. Du wirst vielleicht stolz auf mich sein. Blinky, wach auf! Sandy, du siehst so quietschvergnügt aus. Was ist denn los? Blinky, bin ich glücklich. Rate mal, zu was man mich aufgefordert hat. Du wirst es nicht in Millionen von Jahren erraten. Ja, da du gerade von der Schule kommst, hat es wohl was mit der Schule zu tun. Hat man dich gebeten, ein Schulfest zu organisieren oder bist du für eine Schulparade ausgewählt worden? Oh nein, es ist was viel Besseres. 10-mal wichtiger als eine Schulparade. Ich geb's auf. Du siehst das Mädchen vor dir, das ausgewählt worden ist, ihre Schule bei einem Malwettbewerb zur Verschönerung von Klassenwänden zu vertreten. Bist du stolz auf mich? Erzähl mir alles drüber. Es war so, dass mein Lehrer Mr. Marlis mich und Mark aufrief. Sandy, Mark, steht bitte auf. Ja? Ihr seid ausgewählt, im Malwettbewerb von Schulwänden gegeneinander anzutreten. Und ich darf euch daran erinnern, dass ihr als Vertreter eurer Klasse die Verantwortung und Pflicht habt, euer Bestes zu geben. Wir besprechen noch die Einzelheiten. Wow! Das ist gar nicht mal ein Ding. Ihr müsst die Bilder zusätzlich zu euren Hausaufgaben malen. Das bedeutet eine doppelte Belastung. Möge der Beste gewinnen. Gratuliere. Vielen Dank. Ist das nicht riesig, Blinky? Ja, tolle Neuigkeiten, Sandy. Die Sache ist nur, ich will sicher sein, nicht gegen Mark zu verlieren. Ich muss gewinnen. Warum solltest du den Wettbewerb nicht gewinnen? Aber was willst du malen, Sandy? Wir müssen uns was ausdenken. Ich versuche alles, was nur geht, um Mark in diesem Wettbewerb zu schlagen. Hm? Wenn du mich fragst, wirst du es ganz schön schwer haben. Ich wette eine Tonne Eukalyptusblätter, dass du diesen Wettbewerb nicht gewinnst. Und wer fragt dich, Pinky? Misch dich doch nicht ein. Hört auf zu streiten. Überleg dir lieber, was du malen willst. Das ist viel wichtiger. Aber Blinky... Willst du nun gewinnen oder nicht? Blinky hat recht. Ich werde dich nicht mehr weiter beachten. Dann kannst du mich auch nicht mehr ärgern. Was? Oh, das ist ja eigenartig. Meine schöne Orchidee ist weg, aber gerade war sie doch noch da. Wo in aller Welt kann sie sein? Das werde ich nicht zulassen. Da führt kein Weg hin. Sandy lasse ich nicht gewinnen. Mann, ist das schwierig. Das ist vielleicht ein blödes Ding. Vielleicht sollte ich doch versuchen, was anderes zu malen. Vielleicht... Hey, was soll das? Wie kann ich malen, wenn sich das Ding dauernd verändert? Ich muss mir etwas total Neues für den Wettbewerb ausdenken. Ich gehe ein bisschen weg, Mom. Mark, ja, warte! Denn? Hast du vielleicht ganz zufällig meine Orchidee gesehen? Sie ist spurlos verschwunden. Mom, wie soll ich das wissen? Also dann bis später. Mark, Abendessen gibt es wie immer um Punkt 6. Oh, vielleicht hat doch er meine Orchidee. Oh, meine schöne, schöne Orchidee. Oh. Ich weiß nicht, ob es nicht besser aussieht ohne den Apfel. Mal sehen. Jedenfalls ist er in meinem Magen gut aufgehoben. Auch wenn die Orange vorne liegt, sieht es kein bisschen besser aus. Wenn das so weitergeht, sind bald alle Früchte weg. Und was machst du dann, Sandy? Entschuldige bitte, aber es ist mir viel lieber, wenn du mich in Ruhe lässt. Ich habe wirklich eine Menge zu tun. Außerdem habe ich keine Lust, mit dir zu reden, Pinky. Blinky, hast du eine bessere Idee für mich? Sandy, Früchte, das hast du also schon wieder aufgegeben? Es war total langweilig. Da kommt Mama. Hey, warum habe ich nicht schon viel früher dran gedacht? Das ist die Idee. Warum kann Sandy nicht verstehen, dass es nicht darauf ankommt, was sie malt, sondern wie sie es malt? Oh, unmöglich. Doch, ich bin kein Modell. Ganz leicht. Du musst nur stillsitzen, während ich dich male. Oh, aber Sandy, das geht nicht. Ich kann das nicht. Bitte, Mom, es ist ganz einfach. Aber ein Modell stellt man sich irgendwie jung und schön vor. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin nur deine Mutter. Du bist alles zusammen, jedenfalls für mich. Das ist lieb, Sandy, aber meinst du das wirklich? Oh, Sandy, das ist das Netteste, was du mir jemals gesagt hast. Ich glaube, du hast mich überredet. Also gut, ich mach's. Also, wenn du mich schon als Modell für deinen Malwettbewerb nimmst, kann ich nicht irgendein Modell sein. Ich muss gut aussehen. Geh jetzt und hol deine Malsachen. Ich werde mich oben zurechtmachen und gleich wieder da sein. Es dauert nicht lange. Wow, das hätte ich nicht von Mom gedacht. Ich frage mich nur, warum sie so lange braucht, um sich ein bisschen zurechtzumachen. Ah. Tut mir leid, dass du warten musstest, Schätzchen. Nun, wie sehe ich aus? Mom, warum hast du nicht einfach was ganz Normales angezogen? Gefällt es dir nicht, Sandy? Ich dachte, es wäre genau das Richtige. Es ist toll, Mom, aber so habe ich es mir nicht vorgestellt. Wir
Übrigens, Sandy, ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass du daran gedacht hast, mich als Modell zu nehmen. Bist du fertig? Mom, dreh dich um, du darfst dich nicht bewegen. Gut. Jetzt weiß ich, wie man sich als Statue fühlt. Was? Oh, fast hätte ich was vergessen. Was? Ist es denn wichtig, Mom? Ja, Sandy, ich muss mir schnell was notieren. Tut mir leid. Bin gleich wieder da. Immer ist was anderes wichtiger. So schwierig habe ich mir das wirklich nicht vorgestellt. So, wir können weitermachen. Puh, gar nicht auszudenken, wenn ich vergessen hätte, das zu erledigen. Was war's? Mom, bitte hör auf, dich dauernd zu bewegen. Ach ja, richtig, entschuldige. Ja, also ich darf nicht vergessen, die Autorenbeiträge zu überweisen, das Presserundschreiben zur Druckerei zu bringen. Die Buchbesprechung ist Montag und da war doch noch was, das ich unbedingt... Schon wird das nie was. Blinky, sie hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Sie hat einfach ihre Arbeit gemacht, als ob das wichtiger wäre. Ich glaube, Arbeit ist für viele Menschen sehr wichtig, Sandy. Bist du jetzt auf ihrer Seite? Nein, bestimmt nicht. Aber mit dem Geld, das deine Mama und dein Dad durch ihre Arbeit verdienen, wird dein Essen, deine Schule und dein kuscheliges Bett bezahlt. Das hast du vergessen. Ja, das stimmt, aber... Weißt du, du musst nur jemanden anderen finden, den du malen kannst. Das ist alles. Na gut, aber die Frage ist, wer oder was? Jetzt sitz doch nicht so rum, Blinky. Hilf mir lieber. Schon dabei. Kinder, ist das anstrengend, so um die Welt zu reisen. Ich glaube, ich sollte bald mal Ferien machen. Du hast deine Weltreise gemacht? So ist es. Ich habe mich schon gefragt, wo du die ganze Zeit steckst. Es wäre nett gewesen, wenn du mir gesagt hättest, wohin du gehen wolltest. Ihr beide habt doch null Notiz von mir genommen. Ihr interessiert euch nur noch für diesen Malwettbewerb. Wie weit bist du, Sandy? Du hast ja kein einziges Bild gemalt. Wenn das so ist, hätte ich mir ja noch länger Zeit nehmen können für meine Reise um die Welt. Das ist es. Was meinst du? Wenn es irgendwie geht, muss ich verhindern, dass sie gegen mich gewinnt, wenn ich nur wüsste, wie. Es muss doch herauszukriegen sein, was Sandy für diesen Malwettbewerb malt. Hallo, Mark. Was machst du da? Oh, was in aller Welt treibst du hier hinter dem Haus? Oh, ich wollte Sandy nur was Wichtiges fragen, wenn es ihr nichts ausmacht. Macht es was aus? Nein, Mark, es macht mir nichts aus, aber du hast Pech, sie ist weggegangen. Wissen Sie zufällig, wohin? Sie sagte, sie braucht irgendetwas zum Malen für diesen Wettbewerb. Das weiß ich auch, Mrs. Brown, aber wissen Sie, wohin sie gegangen ist? Warte, ich glaube, sie wollte zum Fluss runtergehen. Danke, Mrs. Brown. Wiedersehen. Wie wär's mit einer Ansicht von New York für dein Bild? Niemals. Das ist schrecklich. Warum sagst du das? Die Häuser sind ein Haufen Schachteln, der Hintergrund genauso und die Fenster sehen wie Löcher aus. Mir gefällt das nicht. Junge, wenn du mich fragst, die Aussicht ist doch toll. Bist du sicher, Sandy? Ja, Blinky, ganz sicher. Sowas möchte ich nie im Leben malen. Wie du willst. Gut. Und gibt es noch andere Orte, die geeigneter sind zu malen? So ein Ort müsste, naja, traumhaft schön sein. Traumhaft schön also. Ich weiß einige Orte, die so sind, wie es dir vorschwebt. Wir sehen es uns mal an. Du bist dir ganz sicher? Ganz sicher, glaub mir. Ich liebe dich, Randy. Ich liebe dich noch viel mehr. Du bist so romantisch. Dann willst du mich heiraten, Sarah? Natürlich will ich. Ihr beiden, nett, euch kennenzulernen. Bleibt hier, ich bitte euch. Lauft nicht weg, wir könnten noch Freunde sein. Lauf, lauf! Was um alles in der Welt war das, weißt du? Vielleicht träumen wir, vielleicht ist es ein Albtraum. Vielleicht bilden wir uns nur etwas ein, aber was es auch ist, bleibt ja nicht stehen. Linky, hier ist es wunderschön, das ist traumhaft. Wo sind wir? Am Südpol. Oh, Blinky, ist das eisig. Wie kann ich hier irgendwas malen, wenn mir die Finger abfrieren? Tut mir leid, ich habe vergessen, dass du kein Fell hast, so wie ich. Vielleicht ist es woanders besser für dich. Oh ja, bitte überrasch mich mit einem Ort, wo es schön warm und tropisch ist. Und Blinky, bitte, bitte beeil dich. Ein Stachelschwein? Leise. Shh. Weißt du was? Was? Das wird mein Bild. Ja, ich male ein Bild von diesem Stachelschwein. Frierst du es bitte für mich ein, dann kann ich mir Zeit beim Malen lassen. Kein Problem, schon geschehen.
ein so tolles Bild von einem Stachelschwein. Das ist gegen die Regeln, Sandy. Du hast es abgemalt. Glatter Schwindel. Nein, es ist nicht, weil ich es tatsächlich gesehen habe. Und wo bitte willst du dieses Stachelschwein gesehen haben? In Afrika. Irgendwo in der Nähe des Zimbabwe-Nationalparks. Es ist ein total süßes Stachelschwein. Was denn? Hey, was ist daran so komisch? Ich will wissen, warum du über mich lachst. Du in Afrika? Du gehst an einem Tag nach Afrika und zurück, ausgeschlossen, Sandy. Es ist wahr. Der Quatsch wird immer quetscher. Ja, alles Flunkerei. Ich war wirklich dort, ich war dort. Guten Morgen, geht auf eure Plätze, wir fangen an. Ich frag Mr. Malice. Mr. Malice, das müssen Sie sehen, Sandy hat von einem Bild oder Foto abgemalt. Die Regeln, Sandy, verlangen, dass du etwas malst, das du selbst gesehen oder erlebt hast. Mr. Malice, ich habe das, was ich gemalt habe, mit eigenen Augen gesehen. Tut ehrlich. Tut mir leid, aber ich kann dieses Bild nicht akzeptieren. Du musst ein anderes malen. Es ist die Wahrheit. Keine Diskussion, Sandy. Das ist mein letztes Wort. Also weißt du, Sandy, das ist wirklich unfair. Warum will er dein Bild nicht anerkennen? Es stimmt doch. Du hast dieses kleine Stachelschwein mit deinen eigenen Augen gesehen. Du und ich wissen, dass es stimmt, aber Mr. Malice glaubt mir nicht. Er glaubt, ich habe gemogelt und von einem Bild oder Foto abgemalt. Wie wär's, wenn ich Mr. Malice dazu bringe, dir zu glauben? Wie wäre das, Sandy? Wie willst du das anstellen, dass Mr. Malice seine Meinung ändert? Ganz einfach. Das hoffe ich, Blinky. Dieses Bild war harte Arbeit für mich und ich will damit gewinnen. Ah, das ist richtig schade. Sie hat ein außergewöhnlich gutes Bild gemalt. Finden Sie das wirklich? Ja, natürlich. Das ist eines der naturgetreuesten Bilder, das ich je gesehen habe. Der Glückstreffer für einen Schüler in einem Wettbewerb. Wer spricht da? Sagen Sie, ist da jemand? Hallo. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich Sie einfach überfalle. Wissen Sie, Sandy hat dieses Stachelschwein wirklich gesehen. Was hat sie? Wer bist du? Woher bist du hergekommen? Wer bist du? Warte einen Moment, du bist ein Koala, aber die sprechen bitte, doch Sie nicht. Sie müssen nur bereit sein, mit mir zu kommen, ich werde Ihnen alles erklären. Nein, warte bitte, das ist nicht nötig. Bitte, was machst du da? Hey, lass das lieber sein. Blinky, wo bist du? Blinky, wo steckst du schon wieder? Was soll das Theater? Wo in aller Welt treibt er sich rum? Blinky, komm schon, wo bist du? Was? Blinky ist weg? Mr. Malice, passen Sie jetzt gut auf. Werfen Sie jetzt einen Blick darüber. Schauen Sie genau hin und sagen Sie mir, was Sie sehen. Ja, ich glaube, es ist ein Teil von Sandys Bild. Oder das nicht? Das ist richtig, Mr. Malice. Ich bin nicht sicher. Kommen Sie näher. Haben Sie alles gesehen? Na, was sagen Sie jetzt? Oh nein. Aber das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist bestimmt ein Irrtum. Ich träume das vielleicht nur. Mr. Malice, es ist kein Traum. Warum lachen Sie? Och, das ist ein Traum. Ich schlafe und du bist ein Produkt meiner Fantasie. Kneifen Sie sich. Oh, das tut ja weh. Oh, du hast mich überzeugt. Sandy muss dieses Stachelschwein gesehen haben. Oh, was ist das? Mr. Malice, das ist natürlich ein Löwe. Hab ich Löwe gesagt? Totstellen, Bärchen, mach schon! Oh, du stellst dich tot. Das ist das Allerdümmste, was du tun konntest. Ich bin ein Löwe. Aber wir suchen weiter. Wo er auch ist, wir müssen ihn schnellstens finden. Bitte sei still, ich tue mein Bestes, aber ich muss mich total konzentrieren können. Ja, ist gut, aber beeil dich. Versteh mich bitte richtig, aber das ist ein äußerst schwieriges Unterfangen. Wo ist er? Da nicht? Versuchen wir es im Koala-Wallerland. Mach weiter, es muss doch möglich sein, ihn zu finden. Hier, yes, der Schiff doch von Pisa. Schöne Tulpen, jetzt ist man gekommen. Diese blöde Eidechse. Warte mal, da war Blinky. Wo, Pinky? Ich sehe ihn nicht. Jetzt ist er weg, aber ich bin sicher, er war es. Pass auf, da ist er. Warum rennen die so? Versuchen die, vor irgendetwas wegzulaufen? Ich weiß nicht, Sandy, aber wenn du mich fragst, mir scheint, es ist so.
Frankie wird von einem Löwen gejagt. Oh nein. Das gibt's nicht. Ich kann schon nicht mehr. Mir geht die Luft aus. Hilf mir. Schnappen Sie, sobald Sie stehen bleiben, Mr. Malice. Sie müssen weiterrennen. Was soll das? Was meinst du? Ich bin doch im Bett. Ich träume. Sie sind leichtsinnig. Das ist kein Traum. Das ist die Wirklichkeit. Besser Sie glauben es, bevor Sie gefressen werden. Fangen Sie an zu rudern. Egal wie. Auf was warten Sie? Beeilen Sie sich. Schon dabei. Schon dabei. Puh, das war ziemlich knapp. Ja, aber wir haben es geschafft. Ein Alligator! Lass mein Ruder los! Tun Sie was! Rudern Sie! Hilfe! Hilfe! Hilf mir, denn niemand da! Hilfe! Mr. Malice, Sie können aufhören zu rudern. Der Alligator hat abgedreht. Wir sind gerettet. Ja, aber ich will ganz sicher sein. Puh, das ist vielleicht ein Albtraum. Ich könnte fast schwören, dass ich nicht träume. Warum sagen Sie das immer, Mr. Malice? Es ist kein Traum. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Was hast du gemacht? Wo in aller Welt sind wir? Afrika, aber ich fürchte, Blinky ist schon weg. Was? Pinky, warum bringst du mich hierher? Was fällt dir ein? Du hättest mich wenigstens vorher fragen aber können. Aber ich dachte, du willst auch Blinky finden, Sandy. Klar will ich das, aber manchmal machst du mich wahnsinnig. Mr. Malice, was kann ich tun, um Sie zu überzeugen, dass ich Ihnen die Wahrheit gesagt habe? Ja, naja, mir kommt das alles nicht ganz geheuer vor. Lass uns ausruhen. Junge, bin ich erledigt. Weißt du, Traum oder nicht Traum, ich brauche jetzt dringend eine erholsame Ruhepause. Weißt du eigentlich, dass ich immer und überall das Glück habe, mit dem Kopf einzurennen? Was ist jetzt schon wieder los? Ein Rhinoceros! Ich sehe weg! Was weiter? Klettern! Klettern, so schnell wie können! Den letzten beißen die Löwen! Verschwinde! Was willst du schon wieder hier? Diese Brandbewegung, weißt du vielleicht, was das bedeuten soll? Keine Ahnung, tut mir leid, ich bin total erschöpft. Ich mache erst mal ein Nickerchen. Aber was soll ich machen, während du schläfst? Du hast mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Lassen Sie sich nicht vom Löwen fressen. Hey, Bärchen. Mach auf. Pinky, warum landen wir schon wieder? Ich dachte, Blinky könnte hier sein, denn hier war es, wo er verschwunden ist. Hä? Keine Angst, Sandy. Ich habe noch nie im Leben so viel Angst gehabt. Danke, Pinky. Gern geschehen. Hilfe! Jemand, Hilfe! Mr. Malice! Ich spreche, ich werde von nun an meine Schüler lieben und verwöhnen. Hilft mir denn niemand? Beruhigen Sie sich, meine Freundin hilft Ihnen. Du hättest mich wenigstens vorher fragen können. Dieses Bild ist einfach fantastisch. Es könnte durchaus möglich sein, dass sie durch ihre Vorstellungskraft besser malt als die Menschen, die erst längere Zeit einen Gegenstand studieren müssen. Wo kommen diese Kratzer her? Das ist höchst seltsam. Ich habe Muskelkater, als ob ich auf einen Baum geklettert wäre. Verfolgt von einem Löwen. Meine Vorstellungskraft sagt mir, dass ich todmüde bin und Erholung brauche. Ich hab's für dich getan, Sandy. Die verstehst du nicht. Du hättest verletzt werden können. Ganz zu schweigen, wenn meinem Lehrer was passiert wäre. Wir haben uns große Sorgen gemacht. Große Sorgen? Dann wartet mal. Ich hab Hunger. Wann essen wir? Du wirst erst versprechen, dass du das nie wieder tun wirst. Das wäre angebracht, weil du ja nie weißt, was für dich gut ist. Also mir täten ein paar Eukalyptusblätter gut. Dafür verspreche ich alles. Nichts da. Nein, sowas. Na gut, ich verspreche es, aber kann ich jetzt bitte endlich was zu essen haben, Sandy? Aber denk an dein Versprechen, weil Pinky und ich ganz genau aufpassen werden, dass du es einhältst.
Und weh, du brichst dein Versprechen, dann lernst du mich kennen. Ja. Versprochen? Keine Sorge, ich halte mein Versprechen. Kann ich jetzt endlich was zu essen haben? Eukalyptusblätter, so viel du vertragen kannst.